Willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Wir sind im Nebelforst, haben 94% davon anscheinend erforscht, haben in der letzten Folge auch das Klettern gelernt. Ich frage mich, ob man hier dran klettern soll. Oder kann man nur. Ist das so temporär? Ich verstehe noch nicht ganz die Programmierung hinter diesen Blumen. Aber gut. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg zurück und wir müssen irgendwie. Ah, der ist in den Dorn gesprungen. Trottel. Wir müssen halt irgendwie. Diese Flamme, zu dieser Flamme, ne? Ich habe aber keine Ahnung, wie wir diese Flamme kriegen können. Ich bin völlig überfragt. Alles explodiert. In der Masse sind die Teile echt fies, ne? So, weg mit euch. Ist halt die Frage, man hätte sich natürlich auch mal ein bisschen merken können, wo diese Flamme war, ne? Ist halt die Frage, ob wir irgendwo jetzt. Boah, ich passe gerade nicht auf, Leute. Ich passe gerade nicht auf. Okay. Ob wir jetzt irgendwo was machen können, weil wir klettern können? Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich ja ein ziemliches Labyrinth. Okay, hier kommen wir einfach nur wieder hier hin. Okay, hier ist halt dieser Baum, wo wir klettern gelernt haben. Das war jetzt richtig dumm, dass ich. Ja. Schnell hier hoch. Ich frage mich halt, ich habe noch nicht ganz kapiert, was der Vorteil vom Klettern im Vergleich zum. What? Zum Wandsprung sein soll. Da bin ich noch nicht ganz so hintergestiegen, sage ich mal. Okay. Hier waren wir noch nicht. Wann ändern die sich denn die Teile? Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ich habe es noch nicht gecheckt, wann die sich ändern. Diese komischen Blumen. Das muss mir doch noch mal jemand verraten, ey. Also. Okay. Ich mache hier mal auf jeden Fall mal einen Speicherpunkt. Können wir hier klettern? Nee. Was muss ich hier machen, damit die sich ändern? Hab's noch nicht raus. Oh, ist. Ach du Scheiß, was mache ich denn hier für ein. Immer wenn man springt. Okay. Okay, immer wenn man springt. Okay. Okay, hier bilden sich immer neue. Das ist geil gemacht gewesen. Das ist cool gemacht. Ah, und hier ist ein Schlüsselsteinfragment. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zurückgehen, wird alles anders sein, ne? Ja. Immer wenn man so ein Fragment einsammelt, ändert sich der Nebelforst. In welchem Umfang? Ah, hier unten rechts ist jetzt was frei geworden. Was ist das hier für ein grüner Strahl? Kriegen wir den kaputt? Ich werde hier mal einen Speicherpunkt einsetzen. Aha. Der ändert sich auch, wenn man springt, also. Und tötet einen. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwie zurückgemusst.
Ein Doppelsprung zählt nicht, nur so ein Sprung von der Erde. Schaut, ja. Ich wollte eigentlich nur nach links. Okay, das ist jetzt mal eine Schwierigkeit. Das heißt, man muss hier direkt durch. Aha. So ist es nämlich. Jetzt müssen wir aber öfter mal speichern. Also hier ist jetzt echt kriminell. Okay, das kann ja keiner wissen. Boah. Alter Schwede, okay. Die ging auf Zeit, ganz klar. Ist halt die Frage, ob wir den töten müssen. Oder ob wir seine Projektile brauchen. Tendenziell braucht man die Projektile immer, ne? Na gut, wir schauen mal. Wir nehmen den hier mal mit. Wir hätten vielleicht irgendwie da oben hingekonnt, ne, mit dem. Das werden wir nochmal testen. Wir gehen nochmal ein Stückchen zurück. Dann wird die Spinne ja wahrscheinlich wieder da sein. Oder auch nicht. Schade. Ich wäre gern irgendwie mal da oben hingesprungen. Dann ist es jetzt so. Dann gehen wir hier runter. Jo, beruhig dich. Okay. Und das nur für 100 Geisterlichter. Wow, das ist... Speichern. Hui. Okay. Boah. Okay. Speichern. Ich muss öfter speichern. Wie kommen wir denn da oben rein? Zu dieser Zelle. Okay. Hier ist ein Schlüsselfragment. Das heißt, der Wald wird sich wahrscheinlich wieder ändern. Speichern. Aber wie wir da links hinkommen, es gibt einfach manche Dinge. Ach, von da unten wahrscheinlich. Warte mal, haben wir da irgendwas für? Da kann man doch bestimmt irgendwie. Jawohl. Und es sind, ach, es sind 200 Geisterlicht. Okay, ja, trotzdem, nehmen wir mit. Nehmen wir sowas von mit. Scheiße. Nein, scheiße. Nein, ich will nicht sterben. Scheiße. Okay. Was hat sich denn eigentlich verändert? Ich habe es noch nicht ganz so richtig gecheckt, was sich verändert hat. Habt ihr das schon verändert? Gemerkt? Hier links irgendwas? Oder hier unten links? Ne. Wenn ich einmal hier reinfalle, ne? Wo bin ich? Ja, ich sterbe wieder. Was zum Teufel soll sich denn verändert haben? Bin ich Shell? Da rechts? Es sieht doch so aus, als würde sich da rechts etwas verändern, oder? Aber hier hat sich nichts verändert. Vielleicht müssen wir doch weiter zurück. Okay. Vielleicht müssen wir doch noch weiter zurück. Und hier irgendwie wieder zurück. Da oben. Ja, hier ist es. Hier hat sich was verändert. Okay.
was ist das denn? Ist das ein Gegner? Ich probiere es mal mit aufgeladenem. Ne, okay, der hängt da einfach nur als Schwierigkeit wohl. Wenn ich es richtig sehe. Wie machen wir das denn jetzt? Kann man an der Wand speichern? Ne, ist ja geil. Boah. Hier speichern wir aber mal. Was gibt's hier links noch? Irgendwas Unsichtbares da oben? Nee. Alter Schwede. Ja gut, das Klettern ist doch irgendwie angenehmer als, sag ich mal, der Wandsprung. Man muss nur einmal R gedrückt halten und nicht irgendwie die ganze Zeit springen. Ist schon nicht schlecht. So, hier brauchen wir den Rückstoß. Was ist denn da oben? Ich weiß es nicht. Okay. Da oben würde ich ja schon gerne nochmal hin. Ah, komm her, der Frosch. Ich weiß noch nicht, wie wir da oben hinkommen sollen. Von da rechts aus vielleicht. Da unten geht es auf jeden Fall auch noch lang. Ah, Klettern ist schon chillig, doch. Ist schon gut. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ich weiß nicht. Ah, ich glaube, der Weg ist hier rechts entlang. Es ist tricky. Es ist tricky. Hier sieht es auch gruselig aus. Was ist das denn jetzt? Okay, das müssen wir benutzen. Erstmal speichern. Boah, bevor ich... Ich hätte fast einen Fehler gemacht und hätte nicht gespeichert. So, jetzt erstmal speichern, ganz entspannt. Oh, was sind das denn für komische? Oh, bleib hier. Oh, oh, no. Fuck. Und tschüss. Und wir müssen nochmal von hier. Scheiße. Okay, man kann nur an diese eine Seite, die irgendwie, ja, ich nenne es mal gut aussieht. Hier speichern wir. Auf jeden Fall safe speichern wir hier. Okay, hier muss man sich auf jeden Fall mit R irgendwie so dran klemmen. Okay, dann bleibt man auch kleben. Sehr gut. Das hat noch nicht so richtig geklappt. Wenn ich jetzt hochspringe und mit R, ja. Hier speichern. Hier kann ich die Wand benutzen. Deutlich angenehmer als dieses Teil. Oh no, ey. Okay. Wenn man ganz schnell immer die Stampfattacke macht, dann kann einem das Teil nichts mehr anhaben. Waren wir hier schon mal? Ist das der Anfang? Warte mal. Dem Rhinoceros und so, das kommt mir so leicht bekannt vor irgendwie. Ich weiß es nicht. Na gut, wir schauen mal. Wir versuchen erstmal da hinten hinzusch. Hier ist eine Spinne. Ah, das wäre der Weg gewesen. Gibt es hier oben was? Boom. 15 Schaden. So. Was ist das? Okay, leck mich am Arsch. Können wir den mit seinen eigenen Teilen besiegen? Ja, ne? Wo bist du?
Das waren zwei, ne? Boah, der hat viel gegeben. Ah, und das. Jetzt öffnet sich auch ein Tor. Einmal kurz hier hochklettern. Ne, hier ist nichts, okay. Boah, wie viel. Wir können ja so viele Orte erreichen. Das ist Wahnsinn. Diesen. Der Kurus Feder. Okay, vier Stück haben wir. Yes, Baby. Okay, wir sind bei der Fackel. Geil. Intens. Drücke RT, um Gegenstände aufzunehmen. Ach, und jetzt tragen wir die, oder? Wir können nur einmal damit springen. Ach du Scheiße. Wir können dann dementsprechend, weil man die auf RT auch wieder ablegt, können wir nicht gleiten und nichts. Können wir schießen damit? Ja. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt Azus Fackel, um diese Laterne wieder anzuzünden. Aber wie wir mit diesem Feuer oder dieser Fackel auf dem Rücken wieder zurückfinden und wie wir uns damit fortbewegen können, das erfahren wir in der nächsten Folge.